In Berlin hat Bundeskanzlerin Merkel erstmals die neue polnische Regierungschefin Kopacz getroffen. Bei ihrem Antrittsbesuch wurde Kopacz mit militärischen Ehren empfangen. Merkel versprach Polen Unterstützung, falls das Land in die Eurozone aufgenommen werden will. Kopacz ging auf den Ukraine-Konflikt ein. Das Land brauche in der Krise die Hilfe der EU. Langfristig solle Kiew Mitglied der Europäischen Union werden, so Kopacz.